Es ist das kleine Finale. Wer holt sich Platz 3 in der Regionalliga Nordost? Aktuell steht dort der FC Karlsruhe Jena, aber nur zwei Zähler vor Lok Leipzig. Alles ist noch möglich an diesen letzten beiden Spieltagen. Lok zuletzt mit 1:1 in Chemnitz. Jamal Ziane verschoss einen Elfmeter, damit die Chance aufs 2:1 und den Sieg. Heute gab es die Möglichkeit, es besser zu machen. Aber erstmal die Gäste. 7. Minute, Ecke, Hoppe auf Halili. Die Führung für Karlsruhe Jena. Und da war das erste Mal Ausflippen angesagt, auch im prall gefüllten Gästeblock. Burim Halili mit seinem ersten Startelf-Einsatz nach seinem Rippenbruch setzt sich gegen Heinke durch. Zweiter Saisontreffer für ihn. Die Antwort von Lok Leipzig, Ecke Ricardo Grimm. Und in der Mitte suchen sie natürlich auch Jamal Ziane. Nur die Latte rettet die Führung für Karlsruhe Jena. Aber insgesamt dürfte das Lok-Trainer Almedin Civer noch nicht so ganz gefallen. Jena mit den besseren Aktionen. Lukas Lemmel mit Tempo auf dem Weg in den 16er legt ab auf Grimm. Max Grimm mit seinem 5. Startelf-Einsatz. Niklas Müller ist zur Stelle. Halbe Stunde rum, weiter der FCC. Wolf legt ab auf Lukas Lemmel. Und dass der einen feinen Fuß hat, das ist längst kein Geheimnis mehr. Traumtor zum 2:0. Mittlerweile der 8. Saisontreffer für ihn in dieser Spielzeit. Niklas Müller streckt sich vergeblich. Es war eine unterhaltsame erste Hälfte, vor allem dank der Gäste. Lemmel mit der Balleroberung, kein Foul an Pieplitzer. Lemmel auf Grimm, Grimm mit dem Haken, Grimm auf Verkamp, Pascal Verkamp. Knapp vorbei. Zeigt an, na, da wurde ich noch gestört. Heinke war zur Stelle. Das letzte Wort vor der Pause hatte dann aber Lok Leipzig mit Theo Ogbidi. Der kehrte wieder in die Startelf zurück. Halili ist bei ihm. Hoppe kommt auch dazu, aber Ogbidi einfach mal mit der Hacke frech raus. Zimmer, die Flanke von Grimm auf Attilgan. Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause. Schon gegen Chemnitz hatte Attilgan getroffen, hatte das 1:0 gemacht für Lok. Jetzt trifft er also wieder und er macht es zweistellig. Hat jetzt 10 Saisontore auf seinem Konto. Halbzeitstand 1:2. Und das vor über 4000 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion. Volle Blöcke, hüben wie drüben. Die Zuschauer sahen aber erstmal, dass nicht mehr ganz so viel los war in Halbzeit Nummer 2. Schon die 68. Minute. Jena weiter die etwas spielbestimmendere Mannschaft. Max Grimm legt diesen Ball knapp am Pfosten vorbei. Es war aber der Startschuss für die Schlussphase. Die Partie nahm nochmal Anfahrt auf. Grimm verpasst erstmal in der Mitte, aber Jena kann sich festsetzen. Wolf schnell auf Grimm. Sirch kann den nicht klären, nur in den Fuß von Petermann. 3:1 Jena. Aber das ging beim besten Willen viel zu leicht für den FCC. Petermann steht da völlig frei. Vorher ist das zu wenig für einen Foul an Sirch. Der kann nur noch den Ball zu Petermann spielen. Justin Petermann nur ein Spiel krankheitsbedingt verpasst, sonst immer auf dem Feld und jetzt mit 4 Saisontoren. Das war wohl sein leichtester. Der direkte Gegenzug, es schien als bräuchte Lok immer diese 2 Tore Rückstand. Jamal Ziane mit dem 2:3. Das ging jetzt auch auf der anderen Seite zu leicht. Saisontreffer Nummer 18 für Jamal Ziane. Halili kommt nicht hinterher, Kunz irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Und Ziane auf dem besten Weg, Torschützenkönig zu werden. Vorne passt das also bei Lok Leipzig, aber defensiv, da machten sie es den Jenern heute wirklich zu leicht. Muyomo geht da einfach vorbei, der Chip in den Lauf von Dalke. Der kam vor der Aktion ins Spiel, mit dem ersten Ballkontakt auf zur Entscheidung. Spitzelt den Ball vorbei an Niklas Müller. Und auch hier kommen sie nicht wirklich hinterher, die Leipziger. Müller guckt nur hinterher. Eine Aktion hatte Lok Leipzig dann noch, um zu verkürzen. Da geht es mal schnell über die rechte Seite. Dombrova auf Ogbidi und in der Mitte Attilgan. Der Kopfball als Aufsetzer gedacht, keine schlechte Idee. Ball geht drüber.
Es wäre ohnehin nur der Anschlusstreffer gewesen. Es bleibt beim 2:4 und dementsprechend zwei unterschiedliche Welten nach Abpfiff. Bei Jena gibt es schon den Applaus im Kreis. Lok Leipzig natürlich bedient mit dieser Niederlage gegen Carl Zeiss Jena. Wir bekommen 4 Gegentore und wir haben ja vorher geredet, Jena ist die beste Abwehr und wir schießen gegen die 2 Tore und haben die eine oder andere doch auch Chance, noch ein Tor zu schießen. Es ist einfach so, dass wir gerade in der ersten Halbzeit haben wir viele Angriffe von Jena zu einfach geschenkt. Auch die Gegentore, muss man ja sagen, fängt ja beim 1-0 an, völlig frei. In so einem Spitzenspiel, da kommt es auch nicht mal nur auf Taktik an. Da musst du einfach auch mal Herz zeigen, Leidenschaft und auch keine Pfeile irgendwie aufs Taktikbrett malen, weil da musst du einfach den Willen haben, den Schweinern zu besiegen, den zu massakrieren, den klein zu halten, der auf der Schulter sitzt. Das haben die Jungs sehr, sehr gut gemacht. Freue ich mich brutal drüber, weil das war schon ein souveräner Auftritt. Ja, vielleicht sind uns da die Temperaturen so ein bisschen entgegengekommen, dass Lok das nicht so gut abkonnte wie wir. Es ist immer so eine Dynamik von einem Spiel, das ist immer schwer hinaus zu sagen, wie man reinkommt ins Spiel. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir sind halt sehr, sehr gut reingekommen und konnten dann Welle für Welle fahren und hatten uns natürlich in die Karten gespielt. Den dritten Platz kann Carl Zeiss Jena jetzt also keiner mehr nehmen. Stattdessen schaut man sogar noch auf Rang 2. Erfurt heute nur 2:2 gegen Chemie Leipzig. Da kommt es also nochmal zum Fernduell am letzten Spieltag zwischen Jena und Erfurt.